So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Beim letzten Mal erinnere ich mich, ich war hier und musste irgendwas suchen, bin aber nicht wirklich weit gekommen. An den Vorrat, okay, ja, Vorrat bringt mir nichts. Ich muss hier irgendwas finden und oder suchen. Die Frage ist nur, was... Aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Aus diesem Gebäude fließt Wasser. Jemand ist hier gewesen. Okay. Da hätte ich mir die ganze Sucherei beim letzten Part sparen können. Ja. Noch. So. Ba-ba-ba-bam. Mal wieder ein paar neue... Naja, was heißt paar neue Spiele? Heute habe ich mir gar nicht so viele neue Spiele geholt. Und drei Stück. Eins, was ich schon mal besitze. Eins, was ich schon gekauft und bezahlt hatte. Und das andere, wo ich den ersten Mal... Wo ich den ersten Part noch spielen wollte. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich nicht zu viele... Dass ich nicht zu viel... Oh, weil das so geleuchtet hat, habe ich gedacht, das wäre was Besonderes, aber... Ist es nicht. Und morgen wird es auf Twitch keinen Stream geben. Ich wollte eigentlich Pokémon Kamazin zocken. Aber er hält sich bis jetzt in Grenzen. Und dementsprechend kann ich da nichts machen. Ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Am Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Danke für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Ich muss mir einen Timer stellen. Ich könnte natürlich auch so machen, dass man eine feste Zeit angibt. So steht das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Oder ich schneide den Part. Oder dem tödlichen Wahn unterliegen. Hey, Boys. Hallo. Also, eine alte Stadt unterm Sand. Aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora-Speerjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Hammer und Zahn. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Morland. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los. Find ich cool. Ich hab die Originalskizzen hier. Oh, warte. Vorher habe ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner. Partner? Ignoriere es. Was da unten ist so wichtig, dass du dein Leben riskierst?
Also... Morle, so. Beute interessiert mich nicht, okay? Was du da unten findest, gehört dir. Na gut. Was, wenn ich dir sage, dass wir nach den spektakulärsten Schätzen tauchen, die es jemals gab? Was sein, dass wir jetzt... Raus damit. Du bist direkt. Gefällt mir. Sieh her. Ein Glimmer. Sieht eher wie Schrott aus. Ja, jetzt schon. Aber mit dem richtigen Funken malen diese herrlichen Erzeugnisse der Alten faszinierende Bilder in die Luft. Und die Ruinen unten sind voll davon. Ein unbeschreiblicher Augenschmaus. Genau wie Opa es versprochen hat. Und diese Glimmer projizieren Bilder? Gemälde aus Licht. Ganz unglaublich. Also wie ein Beamer sozusagen. Diese hier zeigte mir die schönste Frau, die ich je sah. Sie lud alle zu einem Buffet mit Hummer und köstlichem Fleisch. Ich habe es als Kind hunderte Male in der Werkstatt meines Opas angesehen. Was ist damit passiert? Mit der Zeit erlöschen sie. Ich weinte, als es bei diesem passierte. Aber unten gibt es viele mehr. Wenn du dort bist, wirst du es sehen, so wie ich und mein Opa vor mir. Wie hat dein Großvater diese Glimmer entdeckt? Er war hier. Vor etwa 40 Jahren. Er führte als einer der ersten Stöberer nach Westen. Er entdeckte die alte Stadt um uns herum und drang tief in dieses Gebäude vor. Er fand die Höhle darunter voller strahlender Glimmer. Brachte so viele nach Hause, wie er tragen konnte. Wollte immer hierher zurück und mehr holen, aber er hatte nie genug Scherben dafür. Eigentlich wollte er mit den Glimmern eine Vorstellung geben. Eine, wie sie die Welt noch nie sah. Klingt sehr beeindruckend. Ein echter Stöberer. Und Künstler. Er fehlt mir. Aber ich werde ihn stolz machen. Ich hole die Glimmer und veranstalte ein Spektakel, das ihn umgehauen hätte. Mit deiner Hilfe, natürlich. Na dann, hau mal raus. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel, aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemmer südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Okay. Sammel die Maschinenteile und beschaffe... Machen wir erstmal mal 2 hier. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Jetzt wieder hoch. Ja, ich weiß, dass ich wenig Sauerstoff habe. Das war knapp. Ich habe die Druckluftkapsel. Ich brauche nur alle Maschinenteile. Die kriegen wir auf jeden Fall hin. Sonst müsste die Herde südlich von hier sein. Yep. Das stemmt den Fall. Oh, so ein Gleiter hätte ich auch gerne. Ganz im Ernst. Eine von diesen Drohnen. Wie kriege ich die runter? Frage ist... Von dort. Frage ist nur, komme ich überhaupt so hoch? Ich glaube, vor der nächsten Aufnahme
Muss ich mal gucken, dass ich vielleicht den Timer setze. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, wie ich das mit der Aufnahme machen soll. Ob ich die nun einfach automatisch timen soll? So, dass der automatisch nach so und so viel Minuten, Stunden etc. Die Drohne muss runter, um die Daten abzugreifen. Ja, das ist ja nicht... Draufspringen. Ich weiß, dass du... Da oben. Von dort. Wenn ich's krieg. Mist. Es war klar, dass ich das verkacke. Man, ihr kennt mich ja. Autsch. Ernsthaft. Okay. Na gut, ich glaube, der Sprung ist ein bisschen too much. Krieg ich die hier? Okay, das. Okay, ich habe die Daten. Nimm ich mal mit. Super. Zielprotokoll, Stillsande. Ja, von mir aus werden wir alles noch irgendwann mal checken. Muss ich nochmal gucken, wann und ob. Also, ich auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ob ich euch da jetzt mitnehme oder nicht. Jetzt muss ich aber erstmal die Maschinenherde irgendwie wegklatschen. So. Wo ist jetzt die Herde? So, hier sollte laut Morland die Herde sein. Sie müssen weitergezogen sein. Ich muss ihnen folgen. Ja, das werden wir schon. Spuren suchen. So wie das aussieht, wird es doch hier bestimmt wieder eklig werden. Da. Die Spuren sollten mich zur Herde führen. Ja, habe ich doch. R1, ja. Super, aber ich möchte gerne noch hier den Vorratszeug hier mitnehmen. Oh, Glibber! Oder, nee, Glühglanz. Der Grünglanz ist für später. Hier muss die Herde losgezogen sein. Ich folge besser den Spuren in die andere Richtung. In die andere Richtung. Ach so, ja. Ja, okay.
So. Ein Sandsturm zieht auf. Das fehlt mir noch. Da ist die Herde. Dort sollte ich die benötigten Teile kriegen. Den Sandsturm finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, Aloy. Mach das jetzt mal ein bisschen intelligent. Oder ich versuch's zumindest. Oh, der Sturm bringt eine Sandhose. Einfach, weil ich ungern mich frontal mit diesen Viechern anlegen will. Okay, alle erledigt. So, wo ist die Herde? So, ich hoffe nur, dass ich es halt hinkrieg. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das so schlau ist, die großen Pfeile dafür zu benutzen. Und vor allem die nächste Frage wäre... Ich weiß halt echt nicht, ob das was bringt, die Viecher zu killen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch ziemlich viele Sachen zum Upgraden. Ich wette, mir diesen jetzt irgendwie... Der Sand zerkratzt meine Rüstung. Ja, jetzt heul mal nicht rum, Mädchen. Das kriegen wir schon hin. Wo gibt's hier noch Viecher da? Frostgrau habe ich. Den würde ich jetzt sogar gar nicht mal so... gar nicht mal schlimm empfinden. Hier ist aber bestimmt auch wieder... irgendwas zum Erkunden. Weißt du was? Ich würde so machen. Ich mache das ein andermal. Würde mich jetzt erstmal nur ein wenig... Wo ist denn der Schrotthaufen hingelandet?
Ja gut, wenn wir jetzt schon was Lilanes finden hier. Ich doch eigentlich jetzt schon am Anfang und vielleicht das ein oder andere abgrasen. Eigentlich wollte ich es nicht machen. Jetzt habe ich mich doch dazu verleiten lassen. Dann ist das halt so. Kann man jetzt auch nicht ändern. Theoretisch bin ich den Spuren gefolgt. Das sind aber wahrscheinlich nicht die richtigen. So, wollen wir mal gucken. Oh, der hat gesessen. Was für eine Stufe habe ich das denn eigentlich gestellt? Einfach. Ja, weil normal ein bisschen übertrieben war. Stimmt, da war ja was. Bei aller Liebe. Aber... Komm schon, komm schon. Du nimmst eine andere Maschine, das ist gut. Die Frage ist nur, wo haben wir noch eine? Haben sie das jetzt? Nee, ne? Da haben wir's. Gut. Ich sollte jetzt alle Teile haben, um das Ding zu bauen. Dann mal zurück zum Morland. So, wunderbar. Super. C'est très délicieux. Morland, Morland, wo bist du, mein Morland? Ich hab was für dich. Die Kröte hat's zerlegt. Ja, hier kann ich auch nichts, noch nichts machen. Ich müsste mir eigentlich mal so einen Upgrade-Plan machen und mal offscreen einfach mal ein bisschen das Game zocken und einfach Sachen upgraden. Damit wir auch mal weiterkommen. Also wie gesagt, ich bleibe das erstmal auf einfach, weil erstens will ich mich jetzt nicht ewig in 3 Tagen mit dem Spiel befassen. Und zweitens brauche ich jetzt halt auch, ich muss halt mal mit ein paar Games vorankommen, weil aktuell habe ich so viele offene Spiele. Wie kann ich dir helfen, Partner? Ich habe alles Nötige für den Bau der, der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Streiten wir nicht.
Die Werkbank gehört dir. Die Werkbank gehört mir. Das ist super. Jetzt habe ich eine Tauchermaske und könnte eigentlich jetzt zurück oder zumindest bald. Oh, ja. Entschuldigung. Super. Beutel-Upgrades. Oh ja, mehr Präzisionspfeile. Das nehmen wir auch mal mit. Why not? Stachelholster, Jägerpfeilkörcher, nicht genug Rohstoffe. Dafür brauche ich Kaninchenhaut. Gut, erinnert mich mal dran, dass ich zwischendurch vielleicht mal... Ich hab die Gockelrüstung. Yay! Kikeriki! Ich glaube, ich sollte mich nur auf die hier verbessern. Marschallin muss oft geübt darin sein, in der Wildnis zu überleben. Die Waffen der Maschinen gegen sie selbst einsetzen zu können. Die Rüstung hilft bei beidem. Und was haben wir hier? Scheint eine bessere zu sein. Weil die noch so ein Special Upgrade hat. Aber wenn ich die trage... Waffen-Upgrades ist immer gut. Den habe ich sogar. Das ist gut. Scharfschussbogen. Ist das, weil ich jetzt auf einfach geschaltet habe, ist es jetzt einfacher? Oder wie meinen die das jetzt? Also upgraden werde ich nur das, was ich wirklich brauche, erstmal. Meine Güte, ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will nach unten und diese Glimmer holen. Falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat. Was zur Überflutung führte. Oh, ich dachte, wir waren der Grund. Hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Plötzlich änderten sich die tanzenden Lichter um uns. Zuerst sah man viele Bilder von Frauen, Münzen und von Essen. Dann plötzlich wurden sie nautisch. Wellen... Fisch. Dann kam ein roter Blitz. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment, ein roter Blitz? Ein rotes Licht aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss, wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke, das könnte helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da unten. Okay. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. So, Hat er noch einen Jagdauftrag, oder? Vermutlich. An die 50 Gäste. Drei Dutzend Fässer. Schwarzbier, vielleicht. Nein, nein, für ihn Plünderersaft. Planst du etwa ein Fest? Ich rechne Maulens Beerdigung durch. Dank dir. Ich war so nah dran. Wir wollten weg.
Nolans Beerdigung. Von all diesem Unsinn und dann kommst du mit deinem verrückten Vorschlag. Es wird funktionieren. Kommt mir bekannt vor. Das kriegen wir doch locker hin. Was hast du eigentlich? Ich bin jederzeit bereit, Geschäfte zu machen. Ja, du bist ja auch in Oseram. Wäre schlimm, wenn nicht. So, Kriegerbogen, ja. Brüllrückenzirkulator. Ich hol's mir einfach. Fertig. Outfit. Oseram Schlechterin. Das wäre an sich auch nicht schlecht, ne? Um ehrlich zu sein. Ich lass dich in Ruhe. Ja. Sei so nett. Und lass uns alle. Gut, dann würde ich sagen, für Part 45 sind wir fertig. Meine Munition, die Plasmaschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Ja, das Bolzenschießen, aber. Naja. Gut.